Hallo und herzlich willkommen zurück zu Fallout 4. Nichts ist befriedigender als eine Aufgabe. Ja, das stimmt schon. So, Moment, wir müssen da gar nicht hinlaufen, wir können auch uns hinporten, weil wo Vault 111 ist, wissen wir natürlich. Deswegen machen wir das auch mal eben. Porten uns hier hin, denn ich will diese kleine Kryo-Waffe da mal rausholen, die da schon seit mittlerweile 5 Folgen. Da. Da drin hängt. Alles klar. Muss ich hier nur irgendwas drücken? Komme ich hier nicht mehr rein? Doch, bestimmt irgendwie. So, vielleicht muss ich dann hier. Ich will hier rein. Aha, okay. Komm schon. Was ist denn eine Tür? Wie komme ich in diese scheiß Wall rein? Verdammt! Ah! So komme ich da anscheinend rein. Jawoll. Und abwärts. Nach Vault 111. Ich weiß gar nicht mehr, wo das Aufseherbüro ist, ehrlich gesagt, aber ich denke, das werden wir schon irgendwie finden. Das werden wir schon irgendwie finden. Na gut. Hey. Nach dir. Hey, Piper. Du siehst aus, als könntest du einen Muntermacher gebrauchen. An diesem Ort bekomme ich echt Gänsehaut. Was meinst du? Die haben hier sicher ein Vermögen verdient. Den Leuten die Chance auf eine Zukunft verkaufen. Ach, naja. Eine Zukunft. Weiß ja nicht. Bin nur noch ich übrig? Okay, das ist ein bisschen dumm, dass er dann noch das Gleiche sagt. Ich meine, das ist ja nur schon erledigt. Ja, fuck, wo war denn das Büro vom Aufseher, ey? Nee, hier nicht. Hier auch nicht. Hier drin ist es plötzlich verdammt still. Ach, meine Kapsel ist noch. Da kann ich ja wieder einsteigen, dann ist alles wieder gut. Ne? Schade. Überbrückungsfehlfunktion bei der manuellen Öffnung der Kryokapsel. Ja, das ist jetzt blöd. So, irgendwo hier ist das Aufseherbüro. Wir werden es finden. Eines Tages. Denke ich. Fehler. Pah. Das ist eine Schlache. Lache. Aber schon krass, wenn du überlegst, keiner ist mehr am Leben. Alle sind tot. Oh. Ich verstehe nicht ein einziges Wort, aber das macht auch nichts. Oh ja. Das Schloss sieht stabil aus. Wie, das ist. Willst du mich jetzt verarschen? Okay, pass auf. Wir haben noch einen Punkt. Ja, ist kein Problem. Nee, das nicht. So. Komm schon. Geht doch. Fuck. Alter. Da musst du aber schon jetzt relativ. Alter, komm. Ey, das gibt's nicht. What the fuck ist los mit diesem Schloss? Das ist Alter, das ist Millimeterarbeit, kann das sein? Aha, alles klar. Alter, wie viele brechen wir hier noch ab?
Alter. Alter, what the fuck? Okay. Das ist schon ein bisschen was anderes. Geht doch. Cool. Und jetzt haben wir den Kryolator. Ja. Oh yeah. So. Deswegen bin ich eigentlich nur hergekommen. Jetzt kann ich auch wieder gehen. Alles klar. Dann gehen wir mal wieder raus und dann gucken wir mal, wo wir hinlaufen. Jetzt hätte ich sterben müssen. Ach, wäre das schön gewesen. Okay, Piper wurde anscheinend vom Strom getroffen. Naja, machst du nichts. Wo muss ich jetzt lang da? Ne? Ja, in der Tat. Na gut. Dann können wir auch schon wieder raus. Aber wie gesagt, ich wollte nur das holen. Und aufwärts. Denn das war's bereits. Mehr wollte ich hier überhaupt gar nicht. Und jetzt würde ich einfach sagen, wir machen mal Folgendes. Wir werden der... Naja, die Frage ist, wo war das nochmal? Scheiße, jetzt habe ich es echt vergessen. Fuck. Ja, irgendwo hier war's. Ja, wir reisen mal kurz zum Trinity Plaza. Ich werde jetzt dieser Railroad folgen. Ich habe mal geguckt in irgendeinem Video, wo man der oder wo diese Linie ist, der man folgen soll. Und dann habe ich sie auch gesehen. Ich habe die vorher nicht gesehen, ohne Spaß, ne? Jetzt weiß ich aber, wo sie ist. Ich muss jetzt nur den Ort finden. Komischerweise. Moment, da war doch dieser Teich. Ah, aber wie hieß der nochmal? Fuck. Ich weiß nicht mehr, wie er hieß. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ach, komm, mach hin. Ich müsste auch viel mehr mit den Mods machen, weißt du? Viel mehr damit ein bisschen rumspielen, die Waffen verbessern, aber pff, ja. Hab ich auch keinen Bock zu. Fuck you, ey. Scheiße, wo war das hier? Er ist jetzt blöd. Wenn man nicht weiß, wo es ist, dann ist es doof. Was ist hier? Massachusetts State House. Fuck. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo es war. Aber da war so ein komischer... Oder das war hier? Nee, Chestnut, nee, das ist woanders. Fan Street Kanalisation. Nee, das ist was anderes. Ah, fuck. Das ist alles, glaube ich, gar nicht so weit weg davon, aber... Wo war das denn? What the fuck, hier leben 5 Leute? Sollte ich mich vielleicht doch mal drum kümmern? Scheiße. Ich habe keine Ahnung mehr, wo das war. Ist nicht hier? Nee. Da war auf jeden Fall ein Teich, aber hier ist das nicht, weil das ist eher so eine ländliche Gegend. Hier ist ja sozusagen das Zentrum. Ja, das war
doch irgendwo hier, oder nicht? Scheiße. Oder war das eher in die Richtung? Hier, der Swans-Teich, da. Da ist der Teich, den meinte ich. Jetzt sind wir genau daneben. Ach, Mann. Naja, mal gucken. Ich weiß doch gar nicht, wie lange das dauert, im Grunde der zu folgen. Das kann ja doch auch ein bisschen länger dauern, weiß ich nicht. Dann wird die Folge eventuell auch ein bisschen länger. Aber ich frage mich, was halt noch so kommt. Ich meine, irgendwoher müssen wir ja noch Nebenmissionen bekommen. Ich, wie gesagt, deswegen vielleicht nochmal nach Diamond City zurückgehen. So, da sind sie. Jetzt muss ich nur den Ort finden, wo das war. Ach du Scheiße! Holy fucking shit! Was? Hi. Ah, ich muss nachladen. Alter, was zur Hölle? What the fuck? Weg. Hab ich irgendwas? Alter Schwede, ich krieg ne Macke, ey. Okay. Oh, ich muss weg. Nein. Au. Scheiße. Ich bin hier gefangen. Hilfe. Was ist das denn? Scheiße. Alter. Fick dich doch. Du kleiner Mofo, ne? Okay, Munition leer. Scheiße. Hier habe ich noch ein bisschen Munition drin. Alter. Der macht aber ein bisschen viel Schaden. Weg hier. What the fuck? Alter, und ja gut, der braucht auch nicht groß rennen, ne? Ich meine, der muss nur einmal hinter mir herlaufen, das war's. Kleiner Ficker. Don't piss with me, ja. Oh, meine Fresse, Alter. Da lebt einfach so ein Vieh in dem Sumpf. Was zur Hölle soll das? Blöd. So, der roten Linie muss ich jetzt folgen. Das ist klar. Du hast mich gerade ein bisschen erschrocken, aber danke. Okay, der roten Linie müssen wir folgen. Und dann... Ich glaube, wir kommen zu irgendwelchen Typen, auch so eine Art Organisation oder so, wie die Stählerne Bruderschaft. Ah. Da geht's. Okay. Da geht's. Ah, hier ist das nächste. 4 und L. Definitiv ein Code. 4 L. A 7 A 4 L. Okay. Merken. Weiter geht's. Wir folgen der Railroad. Oder Trailroad? Ach, ich hab vergessen, das eh immer. Kommen schon noch ein paar Gegner auf uns zu. Würde ich mir fast vorstellen wollen. Können, tun. Ah, hier. Scheiße. Macht hier einen Knick. Komm.
Halt die Fresse. Wäre es doch gar nicht erst so weit gekommen. Mhm, das war super. Ich lauf weiter. Ah, da ist es. Speichern. Ach, ich muss auch immer auf den Boden natürlich gucken, wegen links, ne? Jetzt eine 6 und ein O. 6 O, okay. Halt immer schön versuchen. 7 A, 4 L. Was war das? Halt versuchen zu merken. Wow, hat irgendwie nicht funktioniert. Ich glaube, die geht hier geradeaus, weil ich hoffe es zumindest. Wir laufen jetzt hier einfach mal weiter. Ah, da ist sie, perfekt. Oh. Alter, triff bitte. Danke. Nichts gehört. Was ist hier? 3i. Okay. Wenn das ein Code ist, ich... Na... Stell mal eine Vermutung aus. Irgendwas mit Railroad? Kann das sein? Weil der 7. Buchstabe von Railroad ist ein A. Oh, fuck. Also das passt. Theoretisch würde das alles passen. Ob es dann in der tatsächlich auch so ist, das werden wir dann sehen, wenn wir jemals da ankommen. Wow. Ich habe die ganze Zeit daneben geschossen. Das ist natürlich Spitzenklasse. Na ja, gut, komm. Geil! Ja, ich weiß. Okay, weiter geht's, weiter geht's. Speichern natürlich, nicht vergessen. Vielleicht sollte ich mich auch ganz kurz heilen. Alter, aber dieses Vieh, meine Fresse, Alter, was war das? Ohne Witz. Leider musste ich da jetzt ein... Naja, gefällt mir nicht ganz so, dass ich dafür jetzt, eine Mini-Atombombe für opfern muss, aber... Oh shit, sorry babe. What the fuck ist das denn, ey? Wo ist der Hund? Da. 5R. Ja, Railroad, 100 pro Railroad. Ich geb... Okay. Diese Hure! Oh Mann! Wann habe ich denn das letzte Mal gespeichert? Ich habe keine Ahnung, das ist schon ein bisschen her, weil ich ja jetzt hier lang gelaufen bin immer. Scheiße. Ich habe eine Granate gekillt. Fuck. Die Waffe ist geil, aber. Ah, jetzt bin ich wieder hier, okay. 5R. Eigentlich volles Leben. Hm. Nein, nicht ganz, aber fast. Warte mal, ich nehme mal ganz kurz dann noch. So. Wo ist das Red Away? Das ist. Da. Das Doofe ist, ich muss da halt hin, ne? Ich brauch das. Brauch das halt. 5R.
Mega gute Waffe, ohne Spaß. Richtig geil. Hä? Ich höre dich. Wo kommt der? Hi. Oh klar. Dieser verfickte Hure, ey, das gibt's doch nicht. Da habe ich ihn schon eingefroren und trotzdem explodiert der Shit, ey, das gibt's doch nicht. Alter. Ich komme schon irgendwann weiter. Kein Problem. Aber ich will die Mini-Atombombe haben. What the fuck? Was war das denn jetzt? Holy shit. Oh scheiße. Wo ist denn der? Ach, die Nachbarn. Ach so. Ja, ist klar. So. Ich habe irgendwie ein ganz ungutes Gefühl, dass der gleich von irgendwo kommt und mich wegfickt. Aber richtig hart wegfickt. Die Waffe ist ziemlich geil. Ich mag die Waffe sehr. Richtig gut. Leider keine Muni mehr dafür. Deswegen nehmen wir mal eben... Erstmal... Nee, wir nehmen mal das Kampfgewehr, da habe ich mehr Muni für. Was war das? Okay, mein Freund, okay, mein Freund, okay, mein Freund. Kritisch, komm schon. Komm schon, 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 komm schon. Ich muss mal weg hier. Ich speichere mal eben. Die ist wohl im Arsch. Die ist weg. Na, zum Glück geht's Piper noch gut. So ärgerlich. Okay, wir werden uns aber nicht verirren lassen. Oder wie auch immer ablenken lassen. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Ich geh weg. Ich will eh nur der Railroad folgen, also von daher könnt ihr mich mal. Da geht's lang. Als nächstes 8D. 8D, alles klar, das ist auf jeden Fall Railroad. Alter. Du Drecksküte. Verpiss dich. Da ist da noch einer. Da, weiter geht's. Weiter geht's, weiter geht's, weiter, weiter. 1R. Der Weg endet direkt bei der Kirche. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir mal in die Old North Church hinein. Und schauen wir, ob wir am Ende des Weges angekommen sind. Oder auch nicht. Suche nach der Railroad. Alles klar. Dann wollen wir mal. Okay, hier haben wir... Erstmal ein Ghoul. Okay. Kann man machen. Während der am Boden liegt, kann ich schön auf sein Beinchen schießen. Ach, guck mal. Ja. Da würde ich halt mal sagen, keine Beine, keine Kekse, weil, naja. Da kriegt er jetzt eh nichts mehr geschissen, ne?
Ah, oh, fuck, jetzt habe ich natürlich. Ja, wunderbar. Wow. Okay, das dauert ein bisschen lange. So. So, ciao. Nochmal zwei Schrottpatrönchen bekommen, Wunderbärchen. So. Hallo? Keiner da. Okay, was heißt, ich soll eigentlich nach der suchen? Irgendwo hier ist sie, oder was? Wir sind hier nicht allein, Blue. Immer wiedersehen. Ach, fuck, jetzt habe ich nochmal geschossen. Das war natürlich blöd. Das war natürlich ein bisschen blöd. Wo geht's hier hin? Irgendwo nach oben. Alter. Hier geht's in den Turm, ja. Was weiß ich? Was weiß ich denn? Was haben wir hier oben? Nichts. Ja gut, nichts ist jetzt nicht so gut, ne? Sag ich mal. Oh, hier ist Erste-Hilfe-Gedöns. Nehmen wir gerne mit. Das nehmen wir auch mit. Hier geht's in den Keller. Gehen wir mal in den Keller. Schauen wir mal, was hier abgeht. Hier ist nichts. Ah, was ist denn das? Ich habe noch einen einzigen Schuss damit. Leider nicht sehr viel. Wie weit erstreckt sich das wohl noch? Sehr weit. Scheiße. Daneben geschossen. Das ist natürlich blöd. Jetzt brauche ich irgendeine Waffe, die Munition hat. Ist egal, was für eine. Den haben wir es gezeigt. Jo. Haben wir. Ich glaube, bin ich auch gar nicht so falsch. Kann das sein? Ich meine, sieht ganz gut aus. Alter, Monty ist da gut. Halt, nee, Ruhe. Schnauze. Wir schlafen. Alter, warum schieße ich denn immer daneben, ey? Was ist da los? Sollte das eher so alles nur noch machen. Ja, die ist aber zu weit weg. Ich frage mich, ob das bei anderen Journalisten auch zum Alltag gehört. Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Du bist doch was Besonderes. Ah! Hey, bist du noch da? Ich sehe hier drin so gut wie gar nichts. Ja, ich habe eine Lampe an. Okay. Oh, das war also falsch. Ach so, ah, hier drehe ich das. Okay, pass auf. Hm, dreht sich. Okay, pass auf. Fängt also mit R an. Scheiße. Muss wieder von vorne anfangen. Nein! Wollt kein R, scheiße. Ja, komm. Schon wieder. Ach, verdammt, okay. Das zählt schon, das R, ist klar. Ich dachte, er kommentiert da nochmal was zu. Ich brauche das A natürlich, weil Railroad. Okay, sagt da nichts zu, wird also nicht falsch sein. Jetzt brauchen wir natürlich das I. So. Das R. Das O. Dann brauchen wir das A wieder und dann D. Und dann haben wir es. Und dann bin ich mal gespannt, was passiert. Das muss aber richtig sein. Das Dumme ist, ich weiß nicht, wann er anfängt und wann nicht.
Er kommentiert nichts mehr dazu. Das ist ein bisschen scheiße jetzt, weil ich nicht weiß, wann der Anfang hier sein soll. Ist jetzt das der Anfang oder nicht? Es wäre schön, wenn du einen Kommentar ablässt, du Lutscher. Ich vermute nämlich mal, dass ich, wenn ich das alles richtig eingebe, hier die das hier wegdreht und dann komme ich da durch. Ach. Ach so, ach Leute, ich kann das auch so lang, okay. Also insgesamt ist das alles hier weniger eingestürzt, als ich erwartet hätte. Rail. So. So. Ja, wäre schon schön, wenn er mehr dazu sagen würde, weil... Ich weiß halt nicht, wann der Anfang ist, ne? So. Das war der Anfang. Also. Korrekt. Stehen bleiben. Du hast dir eine Menge Mühe gemacht, dieses Treffen zu arrangieren. Aha. Aber bevor wir fortfahren, beantwortest du mir ein paar Fragen. Wer zum Teufel bist du? Ich bin dem Weg der Freiheit gefolgt, um die Railroad zu finden. Ich bin nicht euer Feind. Wenn das wahr ist, hast du nichts zu befürchten. Wer hat dir verraten, wie du mit uns in Kontakt treten kannst? Ich möchte niemanden in Schwierigkeiten bringen. Das werden wir herausfinden. So oder so. Ich bin Desdemona und ich bin die Anführerin der Railroad. Und du? Deacon, wo warst du? Ihr feiert eine Party? Warum bin ich nicht eingeladen? Ich brauche Informationen. Wer ist das? Wow, Sondermeldung, Boss. Der Kerl hier ist da draußen eine ziemlich große Nummer. Kennen wir uns? Ich muss dich nicht kennen, um von dir gehört zu haben. Du hast für Aufsehen gesorgt, Kumpel. Des, hast du allen Ernstes noch nicht von ihm gehört? Er ist der Anführer der Minutemen. Offenbar folgt das gesamte Commonwealth seinen Befehl. Du bürgst also für ihn? Ja, vertrau mir. Wir brauchen einen Verbündeten wie ihn. Das ändert einiges. Also, warum wolltest du dich überhaupt mit uns treffen? Mein Sohn Sean wurde entführt. Ich brauche Hilfe bei der Suche nach ihm. Jemand hat deinen Sohn entführt? Schrecklich. Weißt du, wer es war? Ich hoffe für dich, dass das Institut damit nichts zu tun hat. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, wer ihn entführt hat. Ich hoffe für dich, dass es jemand anderes war. Deacon soll sich drum kümmern. Wenn jemand eine Spur zu deinem Sohn finden kann, dann er. Wenn wir mit dir zusammenarbeiten, müssen wir auf derselben Seite sein. Du weißt, was ein Synth ist, oder? Ja, ich bin bestens über sie informiert. Gut. Das Institut betrachtet Synths als ihr Eigentum, als Werkzeuge. Warum behandelt das Institut sie so? Sie spielen Gott, pfuschen an Dingen herum, die sie kaum verstehen. Von oben herab ist es einfach, ihrer Schöpfung jede Menschlichkeit abzuerkennen. Hört sich nach Sklaverei an. Ganz genau. Es ist unser Ziel, die Synths von ihrer Knechtschaft zu befreien. Ihnen eine Chance auf ein echtes Leben zu geben. Die entscheidende Frage ist, würdest du dein Leben für deine Mitmenschen aufs Spiel setzen? Auch wenn es sich dabei um Synths handelt. Ich habe einmal geschworen, meine Landsleute mit meinem Leben zu verteidigen. Ich sehe da keinen Unterschied. Gut gesagt. Wir tun, was wir können, um deinen vermissten Sohn zu finden. Was das Institut deiner Familie und anderen angetan hat, treibt uns an. Normalerweise wärst du genau der Menschenschlag, den wir rekrutieren würden. Aber im Moment fehlt uns die Zeit, neue Agenten auszubilden. Es gibt jedoch andere Möglichkeiten, wie du deinen Beitrag leisten kannst. Und im Gegenzug helfen wir dir. Deacon erklärt es dir genauer. Du kannst jetzt gehen. Ich habe mich gerade ein bisschen erschrocken, muss ich ehrlich gestehen, als das Licht dafür mal anging. Cool gemacht. Damit haben wir den Weg zur Freiheit beendet. Aber eigentlich haben wir ihn noch gar nicht begonnen. Aber hier beende ich dann die Folge. Bedanke mich bei euch. Wir werden uns in den nächsten Folgen, denke ich mal, ein ganz klein bisschen natürlich mit der Railroad auseinandersetzen. Für die ein paar Missionen machen.
Und dann einfach mal schauen, wo das hinführt. Also es gibt, wahrscheinlich wird das wie bei den, wieder bei der Stählernen Bruderschaft, beziehungsweise bei den Minutemen sein. Es gibt immer so einen kleinen, ich sag mal, Haupthandlungsstrang für diese Gruppierung und dann ganz viele Nebensachen, die du machen kannst halt. Ich werde ein paar Nebensächelchen mal machen natürlich, aber hauptsächlich mich dann an den Hauptstrang halten. Das alles ab der nächsten Folge. Und bis dahin, haut rein!